Mein Name ist Francis Banecki. Ich bin Ex-Fußballspieler. Ich bin Gründer der Sportschule Berlin. Wir veranstalten in den Berliner und Brandenburgischen Schulferien Fußballcamps. Ja, die Kinder werden von ihren Eltern um 9 Uhr ins Camp gebracht. Also kann die Kinder natürlich auch ein bisschen einen Ticken früher abgeben. Ist überhaupt kein Problem. Es muss ja immer noch aufgebaut werden und das Frühstück und diverses vorbereitet werden. Dann sind immer 2 Trainingseinheiten pro Tag geplant. Zwischen 12 und 1 Uhr haben wir dann immer noch mal ein Mittagessen. Nach dem Mittagessen wird dann halt wie gesagt die 2. Trainingseinheit gestartet und gegen 16 Uhr werden die Kinder abgeholt. Die Eispause jetzt in den Sommerferien, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind, ist natürlich immer die Eispause am Tag so das Highlight. Grundsätzlich probieren wir das Training oder das Training immer so aufzubauen in den 2 Einheiten, dass wir vormittags immer mit dem Schwerpunkt trainieren. Also zum Beispiel am Montag haben wir dann Dribbeln, am Dienstag Passen als Beispiel. Und nachmittags probieren wir dann halt wirklich viele Spielformen zu absolvieren. Und grundsätzlich steht aber auch über allem, auch in der Vormittagseinheit natürlich der Spaß. Ja, natürlich, wenn man die Kinder so untereinander sieht und es sind ja oft viele Kinder hier, die sich gar nicht kennen. Natürlich gibt es auch Kinder, die im Verein jetzt hier, wir machen ja die Camps, bieten wir bei verschiedenen Kooperationspartnern an. Und da hast du dann natürlich auch verschiedene Vereinsmannschaften mit dabei, da kennen die sich schon. Aber das Schönste finde ich immer, wenn die Kinder hierher kommen und sich überhaupt nicht kennen und am Ende der Woche gehen. Und dann so als ja, Freunde ist jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber wenn die sich dann gut verstehen und vielleicht auch daraus dann eine Freundschaft wächst. Ja, natürlich Arbeit, aber nichtsdestotrotz freue ich mich halt auch auf jede Ferien. Wie gesagt, wir machen das jetzt seit 5 Jahren knapp und wir hatten schon wahnsinnig viele Kinder hier zu Besuch bei uns. Und grundsätzlich freue ich mich darauf, um mit den Kindern einfach Spaß zu haben.